Name etc. Hallo, Jasami. Ja, ich wollte es einfach nur noch mal gezeigt haben. Das mit den Radon, also dass das immer so zickig rechts und links fährt, das ist jetzt schon hier extrem, also wirklich extrem weich eingestellt und trotzdem ist also der erste Millimeter dafür entscheidend, ob man rechts oder links von der Bahn abkommt. Ich glaube, ich mache das noch brutaler. Ja, mit Null ist einem ja auch nicht geholfen, ne? Also so, ganz, ganz, ganz flache Kurve und dann werden wir mal sehen, ob das besser ist. Schauen wir mal. Funktioniert es überhaupt? Nein, es funktioniert überhaupt nicht. Also machen wir wieder mal ein Reset der Steuerung. Ja, das wird auch weltweit bemängelt, ne? Dass Bruno sich da, also doch, das hätte man eleganter lösen können. Mal gucken, ist der Analog-Drehdings, der hat sich auch ausgeklinkt dabei. Ja, das kann damit zusammenhängen, immer wenn man wenn das Flugzeug wechselt, wollte ich gerade sagen. Wenn man ein Livery wechselt oder wenn man irgendwie neu startet, dann sagt er also, hallo, ich bin da mal weg. Bei ihm muss ich jetzt den Stecker ziehen, damit er sich resettet, sein Betriebssystem wieder hochfährt. Dann erneut einen Hardware-Reconnect ausführen und schawups! Funktioniert er auch wieder. Übrigens das Problem mit der Höhe, mit Alt, ne? Dass man also die Höhe nur nach unten, aber nicht nach oben verdrehen konnte. Ich habe in der Zwischenzeit nicht mal rumexperimentiert. Das ist ein flugzeugspezifisches Problem. Also bei anderen Flugzeugen funktioniert das, bei dem hier funktioniert es nur abwärts. Was hingegen funktioniert, wenn ich hier meinen alten Kippschalter benutze, der also auf Tastaturbefehle zurückgreift, da kann ich völlig problemlos Höhen rauf und runter kurbeln, wie ich das haben will. Also ich habe mal einen Reserveschalter, könnte man sagen. Auch wenn man hier auch, man muss aufpassen, ne? Wenn ich zu früh loslasse, also einzeln hoch geht nicht. Ich kann nur schnell hoch. Na, wenn ich den Schalter festhalte. Mal gucken, ob das für den Drehdings auch geht. Wenn ich jetzt schnell dran drehe wie wild. Nee, fällt immer wieder zurück. Das ist merkwürdig, ne? Aber zurück kann ich analog drehen. Das geht. Nur rauf nicht mehr. Da habe ich dann hier meinen Schalter. So. Gucken. Also wie gesagt, ist ein flugzeugspezifisches Problem. Und immer wenn ich ein flugzeugspezifisches Problem bemerke, habe ich immer das Gefühl, das Ding ist vorher für X-Plane 10 geflogen. Egal, jetzt fliegen wir erstmal los. Genug gemeckert. Bremse raus, Gas rein und alles weitere klären wir dann unterwegs. Was haben wir für Seitenwind? 5 Knoten, das ist erträglich. Steuerung. Ja, also sehr viel besser als vorher. Immer noch ist die die Steuerung an den Füßen schwierig. Extrem schwierig. Meine Fresse. Also ich glaube, da haben sie auch irgendwann nicht richtig programmiert. Da gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial. Ansonsten gefällt mir das Flugzeug eigentlich sehr gut. Aber hier merkt man halt wieder, dass da irgendwer irgendwas neu programmiert hat. Und wir machen nochmal eine Runde über London Heathrow. Der Tower liebt solche Manöver. Die finden das ganz toll, applaudieren dann auch. Sagen, hey, das hast du toll gemacht, das sah richtig schick aus von draußen, mach doch nächstes Mal wieder. Ja, und dann kommen sie anschließend und basteln einem aus der Pilotenlizenz eine Clownsperücke. So. Noch ein bisschen Höhe aufnehmen, ne? 1300 Fuß haben wir jetzt, Wetter ist ja scheinbar ganz okay, also zumindest für unsere Verhältnisse, für britische Verhältnisse. Ach ja, es geht nach Amsterdam, falls das irgendwen interessiert. Ne? London Heathrow nach Amsterdam sind knapp 200 Meilen. Das heißt, ich werde immer wieder ein bisschen was überspringen müssen. Wahrscheinlich den Teil, wo wir über Meer rumfliegen, weil mehr oder weniger, da sieht man eh keinen Unterschied. Ja, wir arbeiten uns an die 2000 ran. Wenn wir die 2.5 erreicht haben, ohne dabei in irgendwelchen Wolken zu versacken, dann nimmt sich mal rüber, soll der Autopilot sich die restliche Arbeit machen. Können wir auch besser nach draußen gucken, ne? Wenn der Autopilot am Arbeiten ist. Der pilotet den Autos. Und nein, weil wenn man den Autopiloten aktiviert, da kommt nicht so ein aufblasbares Männchen auf dem Beifahrersitz. Sondern hier wird nur im Film. Ja, was steigen wir denn überhaupt? 1000 Fuß ungefähr. Ja, okay, ich glaube, viel mehr kann man von dem Ding noch nicht erwarten.
gerne eine Luftschicht durchstoßen oder hat sich das Wetter mal wieder geändert, weil das hat hier richtig Wupp gemacht im Steuerknüppel. Aber bewegt sich noch, ne? Ja. Ja, und er zieht auch noch, also lag dicht am Treiber. So, haben wir jetzt 2,5? Ja, ne? Okay. Würde ich sagen, Autopilot machen wir an und sage ihm, er soll diese Höhe mal halten und nach NAV fliegen. Selbsttätig navigieren, die Parkbremse ist an. Ja, das wird sich dann bei der Landung entsprechend. Da sagt aber, die Parking Brake ist off und da sagt er, Parking Brake ist an. Naja, schön. Wir wollen es mit Details nicht aufhalten. Haben wir nicht so einen Griff unten drunter? Ja. Im Grunde ist das hier der aufgeblasene Cessna 172. So, der ist unterwegs, die Richtung stimmt, dann gucken wir mal nach draußen und schauen uns alles an, ob er auch richtig fliegt. Wir noch Fotos machen, ne? So, mit der Stadt im Hintergrund, aber die Karte muss weg so lange. Die Karte muss weg. Alt und Druck. Nein, das andere Alt und Druck. So. Sehr schön, sehr schön. Das funktioniert. Die Kamera noch. Alte Kameradin sozusagen. Haha. Gott, bin ich wieder ein Schelm heute. Ne? Meine Herren, dass man mich überhaupt ertragen kann. Ich wundere mich immer, warum ich irgendwie so, oh, wir fliegen über London City hinweg. Da müssen wir die Karte mal einblenden. Dass ich irgendwie 250 oder so Zuschauer habe, nicht Zuschauer, Abonnenten habe und dann gucken irgendwie davon nur 15 Leute mal zu. Äußerst gediegen, naja. Ja, rein hypothetische eine Stunde, also anderthalb Stunden bis nach Amsterdam. Werden wir, wie gesagt, natürlich künstlich verkürzen. Aber die City, das gucken wir uns jetzt schon mal an. Und vielleicht haben wir auch die Zeit, ich bin ja beim letzten Flug so ein bisschen gar nicht dazu gekommen, London vorzulesen, weil man mir ruchloserweise das Internet entzogen hatte. Zumindest für ein paar Minuten. Da kann ich jetzt zumindest irgendwie ein paar interessante Zahlen nachtragen. Boah, was haben wir da? 2,4. 2,4 ist okay. Geschwindigkeit. Wir arbeiten uns mühsam an die 130 ran. Das ist auch in Ordnung. Wir haben sehr schöne Kondensstreifen an den Tragflächen. Und noch ein Schluck Mana. So. Ja. Das ist jetzt mit dem Stadtplan ist so eine Sache, ne? Wenn man es zu klein macht, sonst kann man es bei den Straßennamen ablesen. Aber irgendwie hat man nicht genug Zeit, dann klarzukommen, wo man eigentlich ist. Please wait. Da. Beim Auflösungswechsel kann das immer ein bisschen dauern, dann heißt es please wait. Da, jetzt kann man genau sehen, wo man ist, aber ihr seht, das ist irgendwie eher flott. Machen wir es doch lieber etwas größer. Da haben wir so ein bisschen so die Übersicht, wo man eigentlich über London ist. Kensington. Aha, City of London. Camden Town. So, kann ich das eigentlich ganz an die Ecke verschieben, ohne mir selbst irgendwie das Leben schwerer zu machen als nötig? So zum Beispiel? Ja, schauen wir mal. Ja, vereinzelt gibt es auch Hochhäuser in London, also zumindest sagt das der Flugsimulator. Ja, sehr schick, sehr schick. Ja, ich kenne London ja schon, ich war ja schon da. Das ist zwar alles irgendwie etwas länger her. Ich glaube, mit 15 war ich einmal da. Und mit 17, 18 vielleicht nochmal. Auch schon ein paar Tage her. 30 Jahre, 40 Jahre. Eher 40 Jahre. Naja, hat sich bestimmt kaum was geändert seit damals. Ist das der Hyde Park da unter uns? Leider nicht beschriftet. Tja, böser Fehler, sowas nicht zu beschriften. London! Deutsche Aussprache, London. Englische Aussprache, London. Ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. Da wären wir jetzt nie drauf gekommen. Liegt an der Themse. Das heutige Verwaltungsgebiet. Heute leben da rund. Was nochmal? Ach, Greater London. Das Verwaltungsgebiet rundherum 8,9 Millionen Menschen. Und das richtige eigentliche London 3,3 Millionen Menschen. Die bevölkerungsreichste Stadt der Europäischen Union. Und mit rund 14 Millionen Menschen in der London Metropolitan Area, noch vor Paris, die größte Metropolregion der EU.
im Jahre 50 nach Christus von den Römern als Siedlung Londinium gegründet. Also okay, wer Asterix liest, der weiß das. Wurde die Stadt nach der normannischen Eroberung 1066 zur Hauptstadt des Königreichs England und infolge Sitz des britischen Könighauses. Blablabla. Unter der Herrschaft von Elisabeth I. im 16. Jahrhundert stieg ihre Bedeutung als Hafenstadt der Nordsee. Blablabla. Blablabla. Ja, bedeutend, wichtig. Ganz toll. Die Stadt steht außerdem neben New York, Singapur und Hongkong zu den größten Finanzplätzen der Welt. Blablabla. Eine Unmenge bla. Also, allein ist das Inhaltsverzeichnis ist schon bla. Geografische Lage. Das ist relativ simpel. Die geografischen Koordinaten des Stadtzentrums in der Nähe des Trafalgar Square sind 51 Grad 30 nördlicher Breite und 0 Grad 8 Minuten westliche Länge. Die Lage nahe dem Nullmeridian ist kein Zufall, denn dieser wurde durch das königliche Observatorium, das Royal Greenwich Observatory in Greenwich gelegt. Er ist Ausgangspunkt der Längengrade und damit der Zeitzonen. Bla bla bla, bla bla bla. Die London Bridge war bis 1739 die einzige Brücke über den Fluss. Wenn man da mit seinem Mercedes im 17. Jahrhundert rüber wollte, das war ein Zirkus. Aus diesem Grund befindet sich der größere Teil der Stadt nördlich des Flusses. Mit dem Bau weiterer Brücken im 18. Jahrhundert und dem Bau der Eisenbahn im 19. Jahrhundert begann sich die Stadt in alle Richtungen auszudehnen. Die Landschaft ist flach bis leicht wellig, wodurch das ungehinderte Wachstum begünstigt wurde. Die Themse war in früheren Zeiten wesentlich breiter und seichter als heute. Sie wird heute fast gänzlich durch Dämme begrenzt und die meisten der rund 15 Zuflüsse fließen unterirdisch. Die Gezeiten der Nordsee machen sich in London noch deutlich bemerkbar. Die Stadt ist deshalb durch Überschwemmung und Sturmfluten gefährdet. Bla 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 bla, Geologie, bla 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 bla. Klimatisch der meist begünstigste Teil Großbritanniens. Das heißt, es regnet nicht ständig. Es gibt nur Nebel. Hier fassten die vom Festland kommenden Eroberer, Römer, Sachsen und Normannen zuerst Fuß. Bla bla bla. Ja, nicht einfach, weil London so eine tolle Stadt war, sondern schlicht und ergreifend, weil sie die Themse hoch dampfen konnten. Klima, das gucke ich mir gar nicht erst an, das ist England. So, ausnahmsweise mache ich in der Antike mal kurz Stopp, weil es könnte womöglich irgendwie wichtig sein. Hier sind auch alte Karten übrigens abgebildet, also guckt mal in der Wikipedia unter London nach. Oder unter Londinium. Oder unter Asterix. Die Existenz einer vorrömischen Siedlung der Kelten im Bereich der City of London konnte nicht nachgewiesen werden. Wahrscheinlich im Jahr 47 nach Christus begründeten die Römer die Stadt Londinium. Im Jahr 60 oder 61 nach Christus zerstörten die Icener, angeführt von Königin Boudica, die Siedlung. Londinium wurde wieder aufgebaut und löste zu Beginn des 2. Jahrhunderts Camulodunum, Colchester, als Hauptstadt Britanniens ab. Ab 197 nach Christus war Londinium Hauptstadt der Provinz Britannia Superior. Und er ab etwa 300 nach Christus der Provinz Maxima Caesarea. Nee, Caesarensis. Was? Caesariensis. Na, wenn der Dativ da Akkusativ wird, dann wird das Subjektiv Nominativ. Rund um die Stadt wurden Wallanlagen errichtet. Im Jahr 410 nach Christus zogen die Römer ihre Legionen zurück und die Bevölkerung war den Raubzügen germanischer Stämme zunehmend schutzlos ausgeliefert. Nach der Eroberung Englands durch die Angeln und Sachsen verfiel Londinium bis ins Ende des 5. Jahrhunderts zu einer unbewohnten Ansammlung von Ruinen. Und so mancher hätte sich gewünscht, es wäre so geblieben. Die Angelsachsen mieden zunächst die unmittelbare Umgebung der zerstörten Stadt. Im späteren 7. Jahrhundert gründeten sie westlich davon die Siedlung Lundenwick, die zunächst zum Königreich Mercia, später zum Königreich Essex gehörte. Unter der Führung von Alfred dem Großen, Alfred E. Neumann? Nein.
Dem König von Wessex eroberten die Angelsachsen im Jahre 878 die Gegend an der Themse-Mündung von den Dänen zurück. In den folgenden Jahren wurde das Gebiet innerhalb der römischen Stadtmauer wieder besiedelt. Die neu entstandene Stadt hieß Londonburg. 1066 eroberten die Normannen England und London löste Winchester als Hauptstadt ab. Der neue Herrscher Wilhelm I. bestätigte die besonderen Rechte Londons. Richard Löwenherz ernannte 1189 den ersten Lord Mayor, der dann ab 1215 von den immer mächtiger werdenden Kaufmannsgilden selbst gewählt wurde. 1209 wurde die erste aus Stein errichtete Brücke, die London Bridge, fertiggestellt. Nicht verwechseln mit der Tower Bridge, das ist was anderes. Die bis 1750 die einzige Brücke im heutigen Stadtzentrum war, also 500 Jahre lang ungefähr, fast 600 Jahre lang. Mehrere Male musste London Plünderungen durch aufständische Bauernheere erdulden, so zum Beispiel 1381 während der Peasants' Revolt und 1450 während der Jacquard Rebellion. Im Rosenkrieg, der 1485 mit der Krönung von Henry Tudor als Heinrich VII. Zu Ende ging, geht die Stadt zur Partei der Yorks. Die Reformation brach die Macht der Kirche, die bis dahin rund die Hälfte des Bodens besaß. Holla. Die Neuverteilung kirchlicher Güter ab 1535 leitete eine Ära des wirtschaftlichen Wachstums ein und London stieg zu einer führenden Handelsstadt auf. Könnte man eigentlich wiederholen. Also die Kirche ist, glaube ich, wenn man mal nachguckt, die Kirche ist der reichste Besitzer in ganz Europa, noch vor den Multikonzernen, soweit ich weiß. Auch da habe ich jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich weiß, dass die Kirche unfassbar reich ist. Also unbeschreiblich reich. Katholische Kirche, wohlgemerkt. Rückschläge, bla bla bla. Roy Exchange, 1664-65 von der großen Pest heimgesucht, die über 70.000 Menschenleben forderte. Im September 1666 verwüstete der große Brand von London weite Teile der Stadt. Etwa 13.000 Häuser und 89 Kirchen fielen den Flammen zum Opfer. Ah, ich kriege schon wieder eine kulinarische Vorwarnung. Oh, sieht das lecker aus. Ach, das ist Weihnachtsfutter. Nam. Ich muss mal eben einen Schlecker- und Mampf-Smiley rüberschicken. Zum Glück hat ja WhatsApp eine reiche Anzahl davon. Nom, sage ich dazu nur. Da, das mit einem Nachdruck. Wird mir schlecht werden, das kann ich hier schon sagen. Na, schreibt schon eine Liste. Neu aufgebaut, Pläne für eine grundlegende Neugestaltung scheiterten jedoch an den zu hohen Kosten, weshalb die neuen Häuser im Wesentlichen entlang der alten verwinkelten Straßen errichtet wurden. Verantwortlich für den Wiederaufbau war der Architekt Christopher Wren. In der Folge zogen fast alle adeligen Bewohner endgültig aus der alten Innenstadt weg und ließen sich im aufstrebenden West End neue repräsentative Wohnhäuser bauen. Ins East End abgedrängt wurden die ärmsten Bevölkerungsschichten, wo sie hingehören, die im expandierenden Hafen ihr Auskommen finden mussten. Bla bla bla, Schmetterling Teng. Aha. Gordon Riots gab es auch noch, als sich fanatische Protestanten gegen die Gleichberechtigung der Katholiken zur Wehr setzen. Ja, wo kommt man denn hin, wenn Katholiken gleichberechtigt werden? In Irland hat sich das, glaube ich, bis heute noch nicht so ganz gelegt. Moderne. Viktorianisches Zeitalter. Weltausstellung. Metropolitan Police. Abwassersystem. Oh ja. Das war nicht unwichtig. Habe ich schon mal irgendwie eine Doku drüber gesehen. Also das Abwassersystem, das war schon eine echte, wie soll ich sagen, das war schon weltweit ein riesen Fortschritt. So, was haben wir denn da? 2011, Religionsverteilung oder Aufteilung, wie auch immer. Hey, hier hast du ein bisschen Religion, da hast du noch ein bisschen was. 48% Christen, 12% Muslime, 5% Hindu, 1,8% Juden, 1,5% Sikh, 1% Buddhisten und 0,6% andere. 20,7% gehören keiner Religion an und keine Angaben machten 8,6%. Die Mehrheit der Christen gehört der anglikanischen Kirche von England an. Ja, das war ja damals, als Heinrich VIII. Kurz hat gesagt, also ihr Katholiken könnt mich kreuzweise, ich mache jetzt meinen eigenen Laden auf. Ja, war wohl nicht das Schlechteste, was er gemacht hat. Ne? Allerdings mit Verfolgung. Das heißt so,
dadurch, dass er sich das zum Oberhaupt gemacht hat, wurden als erstes die Katholiken fertig gemacht. Und naja. Was gibt's denn noch? Die United Reformed Church, Heilsarmee, Quäker, orthodoxe Kiste, das ist alles da, was man haben will oder auch nicht haben will. Bevölkerungsentwicklung wird immer größer, ja, interessiert mich überhaupt nicht. London ist traditionellerweise ein Anziehungspunkt für verschiedene Nationalitäten, Kulturen und Religionen. Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts hauptsächlich Iren, Polen, Italiener und osteuropäische Juden nach London kamen, sind seit Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem Menschen aus den ehemaligen britischen Kolonien, wie beispielsweise Indien, Pakistan, Bangladesch oder Nigeria, eingewandert. Mana. Ausprobieren? Mana, Mana. Ja, passiert, funktioniert. Die Anzahl der Leute in London. Nee, warte mal, was haben wir hier? Bangladesch, nee, aus der Volkszählung, bla bla bla, indischen Subkontinent. 7% aus Afrika, 4% aus der Karibik. Insgesamt wurden 37% außerhalb des Vereinigten Königreichs geboren. Das sind fast 40%, Leute. Hossa! Die Anzahl der Leute in London, welche sich selbst als weiße Briten bezeichnen, sank von 58% im Jahre 2001 auf 45% im Jahre 2011. Das spiegelt wieder, dass nicht jeder, der Brite ist, deswegen auch schon immer Brite war. Sagen wir es mal so. Also jeder, der einen britischen Pass kriegt, genau wie in Deutschland, wer einen deutschen Pass kriegt, ist aus der Statistik raus, weil er ist ab sofort Deutscher und damit egal, wo er herkommt. Die Anzahl der Allgemeinweißen, was ist denn eine allgemeinweiße Bevölkerung, lag bei 60%. Ungefähr 20% hatten asiatische Wurzeln und 13% der weißen Bevölkerung waren schwarz. Okay. Einen gemischten ethnischen Hintergrund hatten 5%, die restlichen 2% einen anderen. Ja, welchen anderen als gemischt kann man denn haben? Ach so, andere Nationalitäten, ja, gut. Agglomeration, das ist das Einzugsgebiet. Gebietsstände, politische Aufteilung, Entwicklung der Wohnsituation. Darüber springe ich jetzt mal hinweg. Politik, darüber springe ich immer hinweg, weil da wird mir nur schlecht von. Städtepartnerschaften, ja, haufenweise. Erwartungsgemäß Mumbai ganz oben. Algier, Sofia, Berlin, Moskau, New York, Paris, Tokio, Peking, Karachi und Zagreb. Also, wenn ich das richtig sehe, nur Hauptstädte. Und Städtefreundschaften mit Los Angeles. Naja, London nimmt nicht weniger als, ja. Was? Ach, hier ist ein Foto vom Globe Theater, also sprich Shakespeare. Und da hängen Fahnen dran, die verdächtig an Hitler fahren. Ne? Also diese Hakenkreuzfahne mit dem roten Banner, die hängen da rum. Deswegen war ich jetzt ein kleines bisschen irritiert, aber da ist offensichtlich irgendwas anderes drauf. Aber auf dem Foto kann man nicht erkennen, ob das Hakenkreuze sind. Ich denke immer, Hakenkreuze am Globe Theater? Sehr merkwürdig. So, Theodor, jede Menge Kasper Theodor. Musik natürlich auch jede Menge. Museen, tonnenweise, da wird alles ausgestellt, was die Briten in ihrem Reich zusammengestohlen haben. Bauwerke gibt's auch tatsächlich. Weltliche Bauwerke, auch die gibt's. Es gibt noch den Tower of London. Tower Bridge habe ich alles mal besichtigt. Irgendwann, wie gesagt, 40 Jahre her. Palace of Westminster, Buckingham Palace, St. James, bla bla bla, bin mir zu blöd. Mehr. Immer mehr regelmäßige Veranstaltungen, also die Abteilung Tourismus, Wirtschaft, Printmedien. Ach, uninteressant. Wir fliegen ohnehin nach Amsterdam, deswegen können wir jetzt ohne weiteres. Oh, ich muss mal eben. Da kommt jetzt gerade eine wichtige Meldung, die lese ich mal, derzeit lasse ich euch alleine. Da seht ihr nicht nur langweilige Landschaft, sondern auch. Ihr kriegt auch nichts zu hören. Obwohl, das könnte vielleicht das Schönste im ganzen Video für euch sein. Wer weiß das schon? Ja, das ist in der Tat sehr seltsam. Da müsst ihr jetzt nicht wissen, worum es geht. Das betrifft meinen Bekanntenkreis. Und den breite ich hier nicht aus. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten nach Amsterdam rüber gucken.
Amsterdam. Amsterdam. So, Amsterdam. Also sind wir schon über Meer? Nee, ne? Also noch, ich kann aber mal die Perspektive wenigstens ändern. Oh, aber da wird schon irgendwie feucht. Also, Themsemündung wird das wohl schon sein hier. Und es könnte sein... Nee, das ist noch Satellitenbild. Das ist kein künstlich generiertes Dings da. Haben wir Wind? Na, 19 Knoten. Ich glaube, die Wasserdarstellung variiert, je nachdem, wie stark der Wind ist. Und Wellenhöhe und so. Amsterdam. Amsterdam ist die Hauptstadt und einwohnerstärkste Stadt des Königreichs von den Niederlanden und die 21. größte Stadt der Europäischen Union. Die Gemeinde Amsterdam hat 864.217 Einwohner und als Agglomeration Großraum Amsterdam. Amsterdam liegt in der niederländischen Provinz Holland, Nordholland. Ja, Holland und Niederlande, ne? nicht für Xen. Wie war das noch? Die Niederlande ist das Land, also das Land nennt sich die Niederlande. Und Holland ist nur ein Teil der Niederlande. Ich glaube, die nördliche Hälfte. Belgien ist ja auch irgendwie Wallonen und Belgier oder so ähnlich, keine Ahnung. Und in Amsterdam gibt es eben auch so Schnipselwerk. Oh, ganz viele Kanäle. Ich drehe mal zur anderen Seite rum. Das Themse-Delta. So. Amsterdam liegt in der Der Hafen der Stadt ist durch den Nordseekanal mit der Nordsee verbunden. Amsterdam ist für die vielen Grachten weltberühmt. Ich bin ein Grachtenhopper. In Holländisch ist alles niedlich. Ne? Es gibt kein Brot, es gibt Braut hier. Ja, und die ballert hier über die Grachte werfen. Wir hoppen über die Gracht an der rechten Kant. Stadtbezirke und Wohnviertel. Wen interessiert das denn? Wasserstand. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Irgendwer hat das doch kürzlich gesagt, wenn dieser ganze Klimawandel-Scheiß, wenn der Pegel der Weltmeere um 5 Meter steigt, dann ersäuft Holland im Meer. Und? So kann man es auch sehen. Ja, ich bin 27 Meter über Grund hier, wo ich sitze. Deswegen kann mir das alles völlig egal sein. Ja, also ich verballere den Sprit, den umweltschädlichen, den verballere ich, solange es ihn noch gibt. Wasserstand, Klima, Zeitzone. Namensgeschichte, ja, das wird interessant hier. Der Name der Stadt landet sich von einem im 13. Jahrhundert Damm ein, mit Schleuse im Fluss Amstel ab. Dort entstand ein Fischerort, der den Namen Amsterdam. Der lateinische Name lautete Amsteludamum, später Amsteledam und Amsteledam. Die Abweichung der Flussmündung, was die Abdeichung der Flussmündung wurde nötig, um die zuvor entstandene Klimabedrohung, Bebauung, an den beiden Flussufern vor Sturmfluten zu schützen. Denn die damalige Säulesee war eine offene Bucht zur Nordsee und das Land senkte sich aufgrund von Entwässerungsmaßnahmen. Das Land senkte sich aufgrund von Entwässerungsmaßnahmen. Das ist interessant, da habe ich noch nie nachgedacht. Das ist ja feuchtes Land, wenn es austrocknet, sich zusammenzieht. Das ist ja interessant. Da könnt ihr mal sehen, wie gefährlich diese wenn man die Klimadingens wahrnimmt, wenn man das alles umsetzt. Dann versinken wir auch alle im Meer, weil das ja alles zusammenzieht. Ha! So. Der in die Amstel gelegte Damm verband die zuvor auf beiden Seiten entstandenen Siedlungskerne, die heute als Aude Seide, Ausseide oder Nieuwe Seide, also alte und neue Seite, bezeichnet werden. An der Stelle des Amsteldamms entstand im Laufe des Mittelalters ein städtischer Platz, der noch heute den Namen Damm trägt und den Mittelpunkt der Stadt darstellt. Aha, interessant. Hab ich nicht gewusst.
So, bis ins 13. Jahrhundert war die heutige Provinz Holland zum größten Teil schlecht besiedelbar. Es handelte sich um ein sehr feuchtes Gebiet, das hauptsächlich aus Moor- und Sumpfland bestand, von mehreren Flüssen durchschnitten war. Wen erinnert mich das noch? Ich baute ein Schloss, das versagt dann im Sumpf. Dann baute ich ein weiteres Schloss, das versagt auch im Sumpf. Dann baute ich ein neues Schloss, das brannte ab, weil du gekokelt hast. Oh, aber das letzte Schloss, das blieb stehen. Ja, ja. Jo, aber jo, anstelle des Absalons, gleich mal wusste, wir richteten eine Burg, Ausgrabung, Kolk, Fluss, Bucht, verbreitet Damm, Vertrag, Geisbrecht dem Vierten von Amstel, der den Besitz erbte aus seinem Bruder Willem, Provost in Maidrecht, bla 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 bla. Deiche, Deiche, Deiche. Also Holland besteht scheinbar eigentlich nur aus einem Deich. Holland ist ein Deich, der den Rest Europas gegen Sturmfluten abschirmt, schützt, stützt. Oh, ein altes Bild von Amsterdam. Sehr, sehr altes Bild. Fischfang. Hubuk, nein, Hamburg. Hering, gepökelter Hering. Bier, Schleusen. Handelskonflikte, Umschlagsmarkt, alles uninteressant. Religiöse Konflikte und Unabhängigkeitskrieg, von wem war denn der abhängig? 1477 fiel das burgundische Erbe Holland mit den Nachbarländern an die Habsburger. Ach nee, Maximilian I. verlieh Amsterdam als Dank für ein Darlehen von 10.000 Pfund Silber 1489 das Recht, die Reichskrone über das Stadtwaffen zu setzen. Ein anhaltender Prestigegewinn. Bla 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 bla. Seit 1492 kamen Juden aus Spanien nach Amsterdam. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts auch aschkenasische Juden aus Polen. Sie wurden ein Teil der Stadt, zahlreiche Synagogen. Ein Täuferaufstand wurde 1535 grausam niedergeschlagen. Dann Calvinismus. Oh, Calvinismus, ganz böse Sache. Calvinismus ist sowas ähnliches wie Puritanertum. Ihr habt mich bestimmt schon mal gehört. Puritanertum, das ist die alles verfolgende Angst. Irgendwo könnte irgendjemand glücklich sein. So, Biedersturm. Bla bla bla. 80-jähriger Krieg mit Spanien. Mann, Mann, Mann. Aufstände. Oranien-Nassau. Meine Güte. Also das lese ich jetzt nicht alles vor. Also eine sehr bewegte Geschichte offensichtlich. Dann das goldene Zeitalter. Ihr wisst ja, die Niederlande waren ja auch teilweise Kolonialisten. Waren Handel. Wie heißt das, diese Handelsgesellschaft, die alles an sich gerissen hat? Das klingt englisch, aber die saßen in Wirklichkeit in Amsterdam, soweit ich weiß. Egal, komme ich jetzt auch nicht hinter. Die niederländisch-westindische oder so, oder westindische Handelscompany. Ja, Parteienaufteilung interessiert mich überhaupt nicht. Collage von B&W, Bürgermeister, Partnerstädte, Wappen. Ja, Wappen, das finde ich immer ganz interessant. Muss ich vielleicht ein bisschen verschieben, ne? Mit Zeit sparen. Wie lange sind wir denn schon unterwegs? Halbe Stunde bestimmt, 33 Minuten. So, die genaue Bedeutung des Wappens ist unbekannt. Super. In Rot ein schwarzer Pfahl mit drei silbernen Andreaskreuzen belegt. Im großen Wappen dienen zwei goldene, rot gezungte Löwen als Schildhalter. Im silbernen Band erscheint die Devise in schwarzen Majuskeln. Heldhaftig. Verst, Berade, Barmherzig. Also heldenhaft weiß ich und barmherzig weiß ich, aber Verst, Berade weiß ich nicht. Goldene Kaiserkrone, Stadtflagge Amsterdam, Wappenschild hängend. So, es gibt verschiedene Theorien, die von Historikern als plausibel erachtet werden, bisher jedoch nicht weiter belegt werden konnten. Die zwei vorherrschenden Theorien sind, die drei Kreuze symbolisieren die drei Plagen Flut, Feuer und Pest. Kreuze dienten der Identifikation von Furten an alten Handelsrouten. Auch die Wappen umliegender Städte weisen eine ähnliche Anordnung von Kreuzen auf. Das Wappen von Amstelveen
zählt 4, das von Oder Amsterdam, 5 Andreaskreuze. Eine weitere Theorie besagt, dass die drei Kreuze an den Apostel Andreas erinnern sollen. Aber da sind mir die ersten, ehrlich gesagt, glaubhafter. Geschichte. Ach, jetzt kommt der Teil Geschichte. Nee, Leute, das lese ich jetzt nicht alles durch. Architektur, Sakralbauten, Gebäude der Schulen, Nachkriegsarchitektur, Parks und Gärten, sonstige Kultur, Museen, Konzertsäle, bla 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 bla. Graffiti. Was? Amsterdam gehört zu den wichtigsten Graffiti-Metropolen. Schmierfinken. Obwohl sicherlich auch die New Yorker Writing-Bewegung damit der Hip-Hop-Szene in Verbindung steht, die Amsterdamer Sprayer beeinflussten, spielt hier die Punk-Bewegung in den Anfängen die wichtigste Rolle. Amsterdamer Sprayer beeinflussten seit Anfang der 1980er Jahre stilistisch viele Sprayer in aller Welt. Ja. Gay Pride in Amsterdam. Okay? Das sind Vorreiter für Entspanntheit. Kann man nichts gegen sagen. Ja, ihr müsst euch vorstellen, bis vor 30 Jahren oder so war Homosexualität in Deutschland eine Straftat. Tun Sie das nie wieder. Sehr seltsame Zeiten. Meine Eltern sind ja auch etwas älterer Jahrgang. Ne? Also mein Vater war Jahrgang 1922, müsst ihr euch mal reinziehen. Der hat so Dinge erzählt wie die ersten Autos, wie der elektrische Strom aufkam. Der hatte da Geschichten zu erzählen. Und meine Mutter kann auch noch sagen, also so ganz nach Krieg, 50er Jahre, uneheliches Kind, das war das Ende. Also sozial war das Aus für die Frau. Na gut, dann kam irgendwann die 70er, da war alles anders. Ne? Aber trotzdem, das waren finstere Zeiten. Amsterdam, Tourismus, Kreuzfahrt, Verkehr, ÖPV, Eisenbahn, Straßenverkehr, Tunnelverkehr, Luftverkehr, Schifffahrt, Universitäten, Medien. Söhne und Töchter von Amsterdam sind in einem eigenen Unterartikel verbracht. Marskrater. Nach Amsterdam ist ein Marskrater benannt. Nun gut. Ich weiß nicht, ist das so gut, wenn ein Krater nach einem benannt wird? Eine partielle Negation, ein Loch im Boden? Hey, dieses Loch im Boden ist so wichtig, das benennen wir nach dir. Ha! So, unabhängig von allem anderen, würde ich sagen, werden wir jetzt hier Eingriffe eingreifen und hoffen, dass wir nicht abkacken. So, Move Map. Jetzt wird's interessant. Ja, viel Wasser. Ziemlich viel Wasser. Aha. Da sind wir auch schon fast da, ne? Da würde ich sagen. Ah, Mensch, mal, das Leben noch nicht so schwer hier. Lass uns irgendwo hier hinsetzen. Ein Tick weiter so ungefähr. Z-Pose. Das könnte jetzt etwas dauern. Es könnte auch in einem Abschuss enden. Das weiß man nie so ganz genau. Ah, Fronten on Sea. Freddy Frinton, daher kam mir das bekannt vor. Hallo, Cockroach 779, behind Corinne 77, running at your left cross, runway 2402, behind. Mach mal hinne. Alright, we cross runway 24 behind the rolling Corinne on the left. LED flackert noch, also die von der Festplatte. Der Rechner hängt nicht, sonst würden hier mein Reservemonitor würde jetzt hier nicht die Aufnahmen anzeigen. Also die Balken würden sich nicht bewegen. Ah! Wunderbar, wunderbar. 70 Knoten Seitenwind. Gucken wir uns das Flachland mal an. Eine Geige mal an der Flachland. Ja, da sehen wir die Hügel und Täler von Holland, von den Niederlanden. Wir wollen das ja korrekt machen hier. Wir haben noch 7 Minuten, bis wir uns ernsthaft Gedanken machen müssen um eine Landung. Haben wir in Amsterdam ein ILS-System? Ich denke ja. Ich bin mir natürlich nicht sicher, dass wir es auch in unserer Richtung haben. Wir können noch ein bisschen Flugzeug angucken. Haben wir wenigstens irgendwas zu tun. Von oben, von unten, von rechts, von links. Die beiden Onkel da drin wollte ich gerade sagen, mal näher ansehen, aber dafür sind die Lichtverhältnisse sehr ungünstig. Der liest zwischendurch ein Buch oder sowas. Also die sind lustig animiert. Er liest natürlich kein Buch, aber er guckt ja nach unten eine gewisse Zeit, als wenn er da so ein Tablet auf dem Knie hat. Da haben die ja meistens ihre so Clipboard, ne, auf dem Knie befestigt, damit sie da ordentlich schreiben können.
ist halt eine Menge Wasser. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich sehr dafür wäre, dass wir noch einen Guckmodus kriegen, wo wir nicht so festgenagelt hinter dem Flugzeug herfliegen, sondern, das ist aber so, mit so einem gewissen Versatz. Also wenn zwei Flugzeuge hintereinander fliegen, die sind ja auch nie genau auf einer Richtung wie festgenagelt, ne, so. Sondern die sind auch immer irgendwie so ein bisschen so zugange, je nach Luftschicht und so weiter. Und das würde ich mir hierfür sehr wünschen. Vielleicht muss ich den Burschen mal anschreiben. Der Entwickler hiervon, der ist ja, also für dieses Programms, der ist ja im YouTube durchaus aktiv. Und dann kann man ja in den Kommentaren was reinschreiben und gucken, was kommt. Na, mehr als ignoriert werden kann man nicht. Und das haben wir in der Politik auch, das sind wir gewohnt. Also von daher, warum nicht? Katwijk. Wassenaar. Ja, ich spreche nicht wirklich Holländisch. Ne? Ich kann so ein paar Brocken, weil wir früher, also über Jahre hinweg, mit holländischen Soldaten Paintball gespielt haben. Aber es wurde nämlich doch tatsächlich von der holländischen Armee ein Truppenübungsplatz in Deutschland, hier in der Nähe, so zur Verfügung gestellt zum Paintball-Spielen, weil sie sich nicht ganz unberechtigt gesagt haben, das trainiert unsere Soldaten durchaus. Also nicht von Nachteil, wenn Soldaten Paintballern. Und wir Deutschen durften fröhlich mitmachen. Das waren goldene Zeiten, was das Paintball-Spiel angeht. Und da war von No Cabo noch nicht die Rede, sondern da hat es noch Spaß gemacht. Ja, und da habe ich dann einfach so aus Prinzip auch mal ein bisschen Holländisch gelernt. Also ich habe wirklich so einen Volkshochschulkurs mal angefangen, nicht zu Ende gebracht, weil die waren allesamt doch erheblich weiter als ich. Höre ich was Komisches? Gehe ich gerade den Segelflug über? Nicht nur das, ich habe auch keine Lenkung mehr. Ich habe keine Batterie mehr. Ups, mein Headtracking scheint auch ein bisschen... ich glaube, ich werde an dieser Stelle mal eben... gerade noch rechtzeitig. Alles mal eben anhalten. Werde als erstes mal das Headtracking resetten. Ah ja, okay. Die Sonne hat sich gedreht. Ja, also man merkt hier, wenn ich die Hand hier vorhalte, dass hier irgendwo da sind sie weg, ne? Die Reflexion. Die Kamera ist hier oberhalb des Bildschirms. Warte mal, ich kann euch das mal richtig zeigen hier, damit ihr mal seht, was das für ein Eiertanz ist. Also hier ist das Programm. Das ist das Bild der Kamera. Die drei Punkte unten in der Mitte, das ist praktisch hier mein Headtracking, das, was ich bewege. Und das da oben, da. Das sind Reflexionen, die durch die Sonne, die jetzt mittlerweile darüber gewandert ist, gemacht ist. Wenn ich also hier oben die Hand hier vorhalte, dann verschwinden die Reflexionen und das Headtracking geht wieder. Deswegen muss ich jetzt erstens kurz aufstehen, um die Jalousien hinten runterzufahren. Ich vermute mal, dass da hinten, da habe ich eine weiße Schranktür und ich glaube, die ist so hell beim Reflektieren, dass er die Kamera durcheinander bringt. Da ist ein Weitwinkel drauf. Ja, dann tue ich euch mal eben beiseite. Das war das eine. Das andere war, dass wahrscheinlich der Tank leer ist. Das ist ja nicht gerade ein Langstreckenbomber, was ich hier fliege. Das gucken wir uns gleich mal an. Dann ist der Motor ausgegangen. Das ist voll blöd. Ah, hier passieren Sachen. Man erlebt hier Sachen, die man sonst... Ja, das Chaos tobt, der Boden schwankt, wie auch. So, das war die Sache mit der Sonne. Da seht ihr auch wieder ganz normale drei Punkte. Das heißt, ich stoppe das und starte es wieder und bin dann resettet. 1, 2 und 3, jawohl. So, und jetzt müsste ich mir eben um den Sprit kümmern. Mal gucken, ob es daran lag. Eigentlich nicht, ne? Gleit trotzdem mal auf, wer weiß, vielleicht hilft's ja. So, drück mir mal die Daumen. Ach ja, richtig, ist denn mein Lenkrad überhaupt noch angeschlossen? Ohne das falle ich nämlich doch auf die Nase. So, jetzt ist es wieder angeschlossen und jetzt hoffen wir das Beste.
Läuft der Motor überhaupt noch, oder? Kann ich gar nicht hängen? Ja, der läuft noch. Vielleicht hatte sich auch aufgrund irgendwelcher anderen Geschichten der Autopilot einfach nur vollkommen zurecht abgeschaltet. Jetzt ist er wieder eingeschaltet. Wo will er denn hin? Naja, das gefällt mir so nicht. Dann schalten wir ihn lieber wieder aus, wenn er nur nach unten fällt. So, Autothrottle kann ich aber einschalten, ne? Geht das auch einzeln? Früher ging das mal. Alt holt, Nav holt, beides ein. Ja, viel besser. Autopilot, Autothrottle, Nav auf GPS, Alt holt, Nav, jawohl, Nav Capture. Die sind wir jetzt 1200 unten, ne? Dann müssen wir vielleicht doch mal die Vertical Speed hier belasten. Warte mal, das kann ich ja jetzt hochdrehen mit meinem Althebel. Auf 2000 und ein bisschen Füße. Kannst du es auch hier drehen von Hand, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ihr seht schon, was das immer für Geier ist, hier die richtigen Tasten zu treffen. Also mache ich das doch lieber auf die altmodische. Okay, also Vertical Speed. Und die drehen wir nach oben. Nee, drehen wir nicht, weil er hier auch schon wieder den Kontakt verloren hat. Na schön, machen wir das hier mit. Ach, das ist die Speed und nicht die Vertical Speed. Wie ungeschickt von mir. Nose heißt das hier bei mir, ja. Knapp 1000 Fuß. Da muss ich hier umschalten auf Vertical Speed. Na, das kann ich auch hier machen. Ja, doch, er steigt. Etwas zögerlich zwar, aber er steigt. So, Leiden. Da heißt ein Ort Leiden. Das tut mir aber leid. Du Leivetit. Leivetit. Vielleicht können wir eine Grachte kopen. Eine Grachte kijken. Oder seine Grachte. Grauder Dan der andere. Ich sag jetzt alles ein bisschen lange her. Richtig, M wie Map. Wir fliegen nach Eham. Was ist Eham? Das ist Leuk. Und da werden wir dann ja wohl von hier einfliegen müssen, oder? Die 36 C. Okay, Eham, 36 rechts, 10 Mil, nehmen wir den 10 Mil hier. 36 heißt, dass ich die Richtung drehen muss auf Heading, also auf 360. Null gibt es in dem Zusammenhang sozusagen nicht. So, 300 und 60. Oder in diesem Falle 359, weil Heading ist 0. Genau, da muss ich nochmal nachgucken. Stimmt das denn auch? Ja, soweit ich sagen kann, ja. Da drehen wir uns rein, ja. Und dann müssten wir einfach mal eben schnell Approach drücken. Und Nav. Momentan reagiert er noch auf gar nichts. Muss ich den Heading irgendwie statt 359, muss ich dann 0 haben? Kann das sein? Naja, eigentlich nicht. Aber wir müssen schon in Sicht sein. Oder wir sind zu hoch, das kann auch sein. Nee, das passt eigentlich ganz genau. Trotzdem kriegen wir hier keinen Kontakt. Warum nicht? Weil ich Approach nochmal anklicken muss, bis er es auch wirklich begreift. So. Trotzdem, ich kriege hier leider die falschen Angaben.
Ja, ich sehe aber eine Landebahn. Ich würde sagen, wir machen das manuell und pfeifen auf die Elektronik. Und sie funktioniert schon wieder nicht. Doch, sie funktioniert doch. Das zog hier nur so dermaßen dran, dass ich das jetzt gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Erstmal die Trimmung wieder reinknallen. Ja, passt schon besser. Jetzt sehe ich über den Flughafen nicht mehr. Dann bauen wir einfach wieder höher auf. Da ist er, jetzt sehe ich ihn. In der Hoffnung, dass das der Richtige ist. Eham, ja, Eham, das ist alles Eham, was Seitensonne an Pisten ist. Also, was haben wir jetzt? 1500 Fuß, das ist völlig okay. Da sehe ich jetzt auch die ganzen anderen Landebahnen. Auf welcher Seite ist denn wohl der... stehen die Flugzeuge rum? Ich glaube, wir nehmen einfach mal die Cäsar, ne? Sonst müssen wir wieder querfeldbeet fahren. So, Gas ein bisschen weg. Um nicht zu sagen, recht ordentlich weg. Fahrwerk ist schon draußen. Geschwindigkeit kommen wir jetzt in den Bereich, wo wir Flaps rausfahren können. Das ist ja zum Glück alles wie bei der kleinen Cessna. War es das schon? Ja, das ist... das, also der Druckwiderstand hier dieses Schalters ist vernachlässigbar. 17 Knoten von rechts haben wir. Ich glaube, den kann ich wegmachen hier. Ich weiß, ich bin zu tief. Ich kann schwer einschätzen, wie böig der Wind ist. Auf jeden Fall kommt auch von rechts, das merkt man schon daran, dass die Kiste hauptsächlich seitwärts fährt. Das könnte lustig werden, die Landung. Knoten immer noch von rechts. Irgendwie kriege ich das ja immer hin mit dem Gehüpfe, ne? Steuerung am Boden immer noch sehr eigentümlich, muss ich sagen. Obwohl ich es ja schon sehr, sehr, sehr unempfindlich eingestellt habe. Mal gucken, ob man, wenn vielleicht von euch jemand weiß, wo die Konstanten
für die für das Nose Wheel, also für die Steuerung, versteckt sind. Dann könnte man das nämlich einheitlich für alle Flugzeuge so im Laufe der Zeit zurecht programmieren, dass die alle nicht so zickig reagieren. Aber immerhin, wir sind mal wieder angekommen. Ich kann nochmal die Flaps wieder einfahren. Funkverkehr herkommt. Das ist tatsächlich eine Aufzeichnung von Funkverkehr Amsterdam. Also genau von hier quasi. Deswegen haben die auch alle einen holländischen Akzent. Flugzeug schon wieder blau geworden. Das sieht fast so aus, ne? Weil eigentlich ist das Flugzeug nämlich grau. Und nach dem Totalabschuss eben hat er wahrscheinlich irgendwas neu geladen. Unter anderem auch die Farbe. Sehr interessant. Da steht ja auch Metallic Test. Ha! Ja, Schatzkekse. Test. Ja, was ich schon sagte, ne? Explain 10. Weil Explain 11 ist Metallic was völlig Normales. Also kann ich doch nichts sehen, Mensch. Licht aus. Dann gucken wir wieder nach außen. Ihr seht, losgeflogen sind wir in Grau. Also das, was jetzt Metallic Blau ist, das sind wir in Grau losgeflogen. Und irgendjemand hat wahrscheinlich rumexperimentiert beim Umsetzen von X-Plane 10 auf X-Plane 11. Naja, ne? Da kommen dann auch solche Sachen wie, her, wie Ruder reagiert sehr eigentümlich und diese Geschichte mit, dass ich die Höhe mit dem externen Drehdings hier nicht so verstellen kann, wie ich es gerne hätte. So, gucken wir mal nach ganz oben. Amsterdam, Schiphol. Ja, der ist schon nicht klein. Das sieht schon fast aus wie Hamburg. Buhlsbüttel. Aber Flugzeuge nicht so wahnsinnig viele, ne? Vielleicht die falsche Uhrzeit. Ich weiß gar nicht, nach welchem Kriterium verteilt eigentlich X-Plane Flugzeuge? Gute Frage. So, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Reingucken. Ich habe jetzt den Spaß, alles wieder zusammenzurühren, dadurch ein sinnvolles Video zu basteln. Bis zum nächsten Mal. Das wird zweifelsohne bald kommen.